Ja, herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil vom Tutorial Luftschiffbau beziehungsweise Ausbau. Ja, wie ihr seht, habe ich das Ding mal umgeborgt, weil ich ein bisschen offscreen gebaut hatte, beziehungsweise auch im Stream. Ja, hatte hier schon mal was zusätzliche Bordüre drauf gebaut, also eingebaut noch im Offscreen, weil ich das euch was anhand von zwei Türmen mal zeigen wollte, aber wir wollten ja erstmal hier drinnen das ein bisschen ausbauen. Beziehungsweise, was wollten wir noch machen? Ach ja, die Wassersache wollten wir ja uns ansehen, weil das ging ja nicht mit der einen Mod. Und da hatte ich ja die Water for Ork Mod. Da braucht man dann roten Hydranten und so eine HG-Metall Rohrdingsbums hier. So, um Wasser auf eine Plattform zu kriegen, weil ja das draufsetzt, also oder rauf zu kriegen, weil sie das Luftschiff endlich darstellt. So, dann setzt man hier in der Ecke irgendwo so ein bisschen versteckt das Ding hin. Das ist die Frage, das ist durch eine falsche Richtung. Das heißt, dann nochmal weg. So, dann nochmal neue. Kann man den gar nicht drehen? Ne, den kann man leider nicht drehen. Das ist natürlich Mist. Dann versuche ich das mal so. Das würde klappen. Wir versuchen es jetzt mal mit einer halben Rohrleitung. Und zwar von der PNC Mod. Gibt es halbe Rohrleitungen? Wo ist das? Ein Viertel, ein Halb, ein Viertel. Machen wir mal ein Halb bis hoch und dann brauchen wir noch so ein Wasserhauen. Ja, auch den von PNC. So, ich wollte. Oder wir probieren das mal. Ja, wir probieren das so. Das müsste funktionieren. So, ein halbes Rohr. Ein halbes Rohr nach oben. Ah, das läuft verkehrt rum. Das gefällt mir natürlich nicht. Ja gut, so kann man es lassen. So, und schon hat man Wasser auf der Plattform. So, da hätten wir dann den Teil Wasserproblem schon mal gelöst. Ich hab hier noch die Lampen dran gebaut im Offscreen von der Steampunk Mod. Gibt es angeblich auch Deckenlampen, also für die Ceilings, aber die snappen irgendwie hier nicht. Warum auch immer. Letztes Mal hatten wir ja hier den Generatorraum fertig gebaut, den Maschinenraum. Habe ich auch bloß noch Lampen reingebaut. Weil es dann doch im YouTube ein bisschen zu langweilig wird. Hier waren wir fertig soweit. Hier hatte ich bloß noch den Tisch reingesetzt. Und ich wollte mal was probieren, ob das geht. Das ist das Waschbecken. Am Ende können wir den hässlichen Wasserhahn mit dem Waschbecken ersetzen. Nochmal weg. Da brauchen wir mal eine Viertelleitung von der PNC. PNC. Ach, Herstellung. Möchte man da noch nehmen? So. Mal schauen, ob das funktioniert. Ne, den Wasserhahn wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Na gut. Hey, du sollst das Ding gefahren. Das ist der Nachteil, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, dort tut es. So. Dann müssen wir das wahrscheinlich noch ein Stück vorziehen. Ja, ehrlich gesagt, das mit dem Wasserhahn, das wäre nur eine Notlösung, das gefällt mir nicht so sehr. So. Dann weg. Dann mal wieder dran. Also da nicht besser aus. Doch hier. Das ist auch zu weit hinten dann. Das lässt sich nicht drehen. Na gut, dann
ist es halt so, da steht es halt ein bisschen frei. Aber das könnte man dann ja folgendermaßen machen, damit es nicht ganz so hässlich aussieht. Ist die Frage, ob ich Holz habe. Natürlich nicht. Doch, hier ist noch was. Das war Strukturen, das hat man schon. Lager, noch zwei Schränke bauen. Jetzt habe ich wieder Holz. Schrank so hier dran bald. So, mein Gott, das geht notfalls. Steht zwar ein bisschen im Raum drin, aber naja. Ist naja. Aber zumindest läuft das Wasser nicht mehr in die Bude. Oder ins Schiff, je nachdem. So, was brauche ich jetzt? Wir wollten ja vorne noch ausbauen. Das brauchen wir nicht, das nehmen wir direkt aus dem Inventar. So, jetzt haben wir einen wunderschönen Leerraum, da hatte ich auch die Lampen eingebaut. Dann brauche ich jetzt noch ein S+-Tech-Schild. Also wie gesagt, Leute, das ist alles nur ein Beispiel. Also ihr könnt euch das mit verschiedenen Mods selber zusammenbauen. Also ausbauen, das Luftschiff, das soll jetzt, wie gesagt, nochmal ein Hightech-Schiff darstellen. So, weil das normale Ork mir zu langweilig geworden ist, früher oder später. Jetzt brauche ich natürlich noch Koppen. Wände. Wo sind die? Die hatten wir, die hatten wir. So. Weil wie man Ark spielt, das wissen wir ja letztendlich alle, die schon ein paar tausend Stunden Ark haben. Ich habe jetzt über 1700 Ark-Stunden. Aber allerdings seit 2015 zusammengesammelt. Also ich komme relativ weniger zum Spielen, aber dass die Frau das halbwegs sind hier. Das Schild, das tun wir ein bisschen so hier verstecken. Hier noch so ein Teil dran und hier noch so ein Teil dran. Ja, noch ein Schild wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, das dran, das dran. So, hier noch die andere Seite. Auch die Seite. Na. Wie gesagt, wenn man die Ceilings oben erstmal drauf hat, wird das Ganze ein bisschen schwieriger. Hat es geklappt? Es hat nicht geklappt. So, jetzt brauche ich noch eine Tür. Ein Doorframe war das. Der. Einmal den neuen. Jetzt habe ich natürlich Mist gebaut, oder? Ich habe Mist gebaut. So, müssen wir das Ganze nochmal wegnehmen. Sonst haben wir hier eine Lücke drin. Das sieht man dann erst immer später wegen des Snap-Points, deswegen setze ich eigentlich normalerweise die Foundations danach dran, aber da das ein nachträglicher Einbau ist. Und das ist ein bisschen schwieriger, weil wie man sieht, das hat man ja schon mal besprochen, dass das hier in Snap-Points ein bisschen hin und her schwankt jedes Mal. Was zugegebenermaßen auch sehr nervig ist. So, okay, jetzt haut's hin. Schild gerne weiter. Jetzt gibt es wunderschöne Schränke. Ebenfalls von der Steampunk-Mod, und zwar das Storage. Storage Locker. So. Da setzen wir hier einen dran.
Und das Schöne ist, wenn einer steht, snappen automatisch die anderen hier dran. Da drüben hatte ich das schon mal ein bisschen vorbereitet. Haben wir hier in der Ecke noch. So. In die Ecke kommt auch noch einer. Das sollte dann für die Ausrüstung genügen. Und das Schöne ist, die kann man beschriften und benennen. Zum Beispiel Waffen. Steht dann dort dran. Hier Rüstung zum Beispiel. Ach halt, das war falsch. Und benennen wir es. Rüstung. So, dann hat das ewige Gesuche ein Ende. Aber es ist der Rahmen trotzdem noch ein bisschen sehr leer. Und dann schauen wir mal, was wir bei den Mods vom Tisch haben. Table. Das ist der Waffentisch für die Waffenmod. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nehmen wir mal den. Und Stühle brauchen wir. Dann nehme ich auch die erste Mod. Senden die aus. Allerdings kann man die anderen. Was ist denn direkt mal auf der deutschen Bezeichnung gucken? Weil da haben wir nur den normalen, das sind durch hässlich, den will ich nicht haben. Die anderen baut man ja in der Mod, da könnten wir aber allerdings auch nochmal nachschauen. Es ist die Frage, ob ich den Table hier im Luftschiff habe oder nicht. Schauen wir mal, was der kann. Möbel. Ja gut, ein bisschen mächtig gewaltig, da bin ich nicht so überzeugt davon. Dann schauen wir doch mal, was meine Ego-Mods haben. Was war die Mod? Das hatte ich noch. RP-Dekor hatte ich noch. Ach, das war Ego-Klöber. Ach, ich sehe ja nicht mehr durch. Ich habe so viele Mods zum Testen auf dem Singleplayer. Wie hieß denn die andere Mod? Die Raft-Mod. Hier ist es für die Küche. Ship-Galerie-Table. Ship-Quarters-Dekor war es. Das Problem ist, früher war die Raft-Mod mal eine Mod gewesen. Genau wie die Ego-Mod, die haben das aber in mehrere aufgeteilt, weil es da irgendwie mit der Performance mit Probleme gab. Ich selber kann es nicht bestätigen. Machen wir mal die Tassen hier drüben noch rein. Das passt ja gut in die Küche. So, und da könnte man dann der Chefgalerie Essen und Töpfe und so Gläser. Jetzt ist die Küche fertig jetzt. So. Ja, das ist die Ship Quarters Mod. Das sieht doch schon viel schöner aus. Aber allerdings nicht das, was ich haben wollte. Wie hieß denn die andere Mod? Ansonsten. Meine Bank, die passt eher ins Lokal. Gucken wir uns mal das Sofa an. Ach, da brauche ich schon wieder Holz. Das geht ja wieder ne. Nun ja, dann muss ich doch mal gerade schauen. Nein, das war falsch. So lag ich mich auch noch mal in eigenen Luftschiff. Na, lass mich hier raus. Lass mich hier raus. Im Hintergrund sieht man schon die Star Wars Mod, also von Star Wars abgeleitet.
Also die aktuelle, die jetzt im Test ist, weil die älteren funktionierten ja, soweit ich das mitgekriegt habe, nicht mehr auf den aktuellen ARC-Versionen. Da bin ich auch noch bei im Stream ein bisschen am Testen an den Geräten. Das macht, die Dinger machen Laune, das ist so viel verrate ich jetzt schon. So, wir brauchten Holz und ich wette, wir haben wieder keins. Das hat sich natürlich wieder bestätigt. Ja, dann müssen wir halt mal schnell eine Runde auf den Busch klopfen. Oder auf den Baum, je nachdem. So, es langt. Mach gleich einen Freudensprung. Zurück. Möchte man nochmal etwas brückentechnisch einfallen lassen, das überspringt, das klappt nicht so, wie ich das will. Ja, läuft man ganz schnell mit dem Schiff. Eigentlich könnte ich ja noch eine Landebahn einbauen, aber das mache ich mal auf Screen. So, jetzt haben wir Holz. Viel Holz. Wo war das Teil? Wo war das Teil? Hier war das Teil. Was brauchen wir noch? Ich meine, wir brauchen noch Leder. Verdammt. Fasern. So. Wenn ich Glück habe, ist da was hier. Noch was an Fasern. Auch ne, sag mal. Ist hier noch was an Fasern? Ich muss da irgendwo ein paar Fasern haben. Ja gut, dann lassen wir es erstmal bei dem. Dann vielleicht zu übertrieben. Tische. Genial. Fensterplatz, weil ich sowieso immer dagegen renne. Die Stühle brauchen wir natürlich. Ganz wichtig. Nicht. Was macht er denn jetzt? So, hier drüben noch. Na gut, das kann man das ja dann noch ausbauen, wie man will. Ich kann ja dann später mal noch Video machen. Das Upgrade sozusagen. Ja. Deckrös sind wir aktiv, manchmal nervt die ganz schön rum. Die Steampunk-Rüstung mag ich lieber, da kann man zwar nicht wirklich fliegen, aber die Brustpanzerung erhöhte Tragekapazität, das ist ganz hilfreich. Ja gut, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt könnte man das ja noch vollknallen mit irgendwelchen Sachen. Was soll lang? Das soll reichen. Das Tutorial. So, der Captain braucht natürlich auch irgendwie hier hinten was zum... von der Küche. Dann könnt ihr jetzt noch zig Quartiere hier drauf zimmern und... Da lässt sich drehen, oder? Ja. Kann ich den aber nochmal wegnehmen.
Das langt. Das reicht. So, jetzt kommen wir zum letzten Teil der Aufnahme. Hier hatte ich ja schon die Kanonen, die habe ich jetzt mal Speise drauf gebaut. Also von der Raft-Mod. Die kleineren, die passen natürlich nie auf so ein Hightech-Luftschiff, das ist klar. Hier hatte ich bloß mal Speise drauf gebaut. Das sind von der RF-Turret-Mod. Das sind die stärksten Kanonen. Plasma-geschützt. Und dann empfehle ich euch auf jeden Fall Friendly Fire auf dem Server oder im Singleplayer auszumachen, weil die Dinger zerschießen euch alles. Eure eigenen Dinos, wenn die immer schießen. Wenn die irgendwas ins Ziel kriegen. Da das sind von der RF-Turret mit Raketenwerfer. Na, die das packen die wieder rum, warum auch immer. Kann ich irgendwie nicht einschalten. Nennt man wieder Vorführeffekt. Dann gibt es noch, ja, eine Gun wie Miniguns. Die hier oben, die Türe, sind von der Stark Wars mit Lasergeschütze. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man hier oben auf der Seite die Geschütze platziert. Wir nehmen dazu die Seite hier drüben. Da reicht eigentlich ein Beispiel aus. Gehen hier vor. Wir suchen uns den ganzen Spaß raus. Das hier ist die Bataillon-Kanone, das Teil. Ne, oder wie hieß denn die Dinger wieder? Wie hieß denn das Teil? Das war die Bataillon-Kanone. Wenn man zu viel Zeug hat, dann sucht man sich einen Wolf. Hier ist er doch. Talon, also der Turret. Also da braucht man die Geschütze, dann die Munition dafür, die Partikelkerne. Und das Ding hat eine eigene Energieversorgung. Das sind die Teile. Und dann braucht man natürlich noch eine Steuerungseinheit. Was eigentlich noch der Crafting-Tisch für das Teil ist. Das zeige ich euch anschließend dann nochmal. So, jetzt habt ihr das Problem auf dem Luftschiff. Wie ihr seht, snappt die nie, wie sie soll. Das macht dann durch keinen Sinn. Drückt das Ding wieder raus, guckt hier runter, dann ist er richtig rum. Jetzt zieht er vorsichtig euch das Ding hier rüber. Und setzt da drauf. Das ist das ganze Geheimnis, wie die richtig schnappen. Aber dann noch den ganzen Spaß einstellen, wie man es braucht. Wir nehmen nur mal Wilder. Nehmen die Distanz lieber mal auf niedrig. So, dann kommen hier diese Energiezellen rein, die Munition. Einschalten, das Ding ist feuerbereit. Das war es eigentlich schon. Sachen Turretbebauung, zur passiven Abwehr oder aktiv, je nachdem. Ja. Ach ja, genau. Es gibt ja hier noch diese Kontrolleinheit für die AF-Turret-Mod. Die baue ich mal hierher. Turret-Konsole quasi. Hier kann man jetzt durchschalten, die Geschütze deaktivieren mit Pinnen, was weiß ich nicht, was noch alles geht. Könnte man jetzt durchschalten. Ich mache mal die aus. Das wäre die Tesla-Spule hier drin, die wäre jetzt auf der Base drüben. Also das hat ja eine relativ hohe Reichweite, das Ding. Dort hinten sind die zu sehen. Das ist von der Steampunk-Mod allgemein. So, wenn man hier jetzt das Ding aufmacht, wir fragen wieder wo. Ich doch mal die UI anmachen. Wo war das Inventar öffnen?
Und in dem Ding baut man eigentlich auch die ganzen Kanonen. Irgendwann verbrauchen sich die Energiezellen, die werden dann aufgeladen. Geht eigentlich, so viel brauchen die nicht. Das ist die Munition für die DOS-3-Geschütztürme. Sind 12,5 mm, ganz normale Minigun-Geschütz. Dann hat man die Raketen. Und dann die stärkste Talion-Kanone. Also ich habe da schon Schaden bis zu über 1000 beobachten können beim direkten Treffer. Die sind nicht zu unterschätzen. Natürlich sollte man darauf achten, wenn man dann auf dem Server ist, dass der ordentlich ausbalanciert ist, auch mit der Schwierigkeitsstufe. Wenn das auf einer Standardeinstellung ist, dann sind die Waffensysteme hier natürlich ein bisschen overpowered, das ist klar. Aber da ich immer mit Schwierigkeitsstufe 2 oder 2,5 spiele, normalerweise, wenn ich was teste, oder auf meinen eigenen Server, den ich mal hatte, wollte ich auch wieder einen machen, mal sehen am Ende des Jahres dann. Dass es dann ausgewogener ist, sonst willst du nicht die besten Waffen nicht, wenn du das in Giga mit einem Schussblatt machst, das soll es auch nicht sein. Allerdings sind die Gigas ja allgemein schon overpowered, die wilden. Und da braucht man ein bisschen Verteidigung, sag mal sozusagen. Ja, liebe Leute, das soll es dann mit dem Tutorial Luftschiff gewesen sein, erstmal. Später denke ich mal, dass es noch ein Upgrade-Video geben wird, eventuell. Und damit möchte ich mich von euch verabschieden. Bis zum nächsten Let's Play.